Außerdem kann man nie genug Fackeln aufgehängt haben. Wie der Herr mir zustimmt. Da ist er ja. Ich muss hier unbedingt alles ausleuchten. Sonst spawnen mir hier Gesellen, die ich hier nicht haben will. Was denn hier noch? Vor allem das Schlimme ist ja, wenn wir hiermit fertig sind, gibt es ja noch Gänge, die wir anderswo noch gar nicht fertig gemacht haben. Diese Höhle hat so viele Adern, ey. Boah, wo geht's denn da lang? Halb zwei. Scheiße. Ich werde auch immer ruhiger und vor allem kriege ich langsam Pappmaul. Wie Gronk früher immer. Aber jetzt ist er ja abgehärtet, weil der spricht da jetzt. Dann nimmt er jeden Tag auf. So wie es mir scheint. So viele Projekte wieder macht. Der muss jeden Tag aufnehmen. Weil der macht ja letzte Tests ohne Ende. Der macht ja. Boah, ich weiß gar nicht, was der alles macht. So, was meinst du? Ich mache hier mal die läppischen drei Sachen da. Ich mache keine Letztests mehr. Keine Letztvisits mehr. Erstmal. Und das liegt auch hauptsächlich an meinem Internet. Weil das Internet einfach zu langsam ist. Na du? Creeper immer schon auf Abstand halten. Was? Bitte was? Scheiße. Ich will hier nicht sterben. Boah, da oben ist glaube ich ein Skelett-Spawner. Ich wollte nur noch Obsidian abbauen. Boah, Alter. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Ich baue jetzt noch Obsidian ab. Dann stelle ich auf Peaceful und dann gehe ich hier raus aus der Höhle. Dann war's das für mich. Weißt du was? Ich stelle jetzt schon auf Peaceful. Auf Peaceful. Weißt du was? Ich mache das jetzt über die Optionen. Peaceful. So. Jetzt stelle ich hier noch auf die Tag-Playlist, weil ich habe jetzt keine Lust mehr auf. Na. Machen wir so. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Monster. Setzen wir da noch eine Fackel hin. Nehmen wir hier mal die Eisenspitzhacke. Ah, die Diamantspitzhacke und dann. Wir hatten hier doch auch irgendwo. Was baut das noch ab? Einfach nur wegen den Erfahrungspunkten. Ja, gar nicht großartig ausleuchten, aber es ist mal zu dunkel. Und ich will die Erfahrungspunkte haben. Ist mir egal, ob ich die roten Pünktchen nicht mehr aufheben kann. Also was, wenn ich jetzt in der Lava sterbe, dann fresse ich aber einen Hut. So, da unten haben wir's. Da haben wir's. Ist das nicht wirklich einfach, da hinzukommen? Jetzt ist es schon einfacher. So. Gerade mal gucken. Kriegen wir es hin, dass da keine Lava einbricht? Könnte ich jetzt ein bisschen hinziehen. Ja. Das meinte ich mit, kriegen wir es hin, dass da keine Lava einbricht. Was gibt's doch nicht. Das ist halt mal Lava. Mal voll nicht in Ordnung. So, jetzt müsste da aber unter dem keine Lava mehr sein, gell?
Also jetzt habe ich keinen Platz, das aufzuheben. So. Scheiß auf die Spinnenseite. Ja. Bauen wir den dann noch ab. Schön nah dran stellen und auch schön geduckt drücken und nach vorne laufen. Dass, falls da doch Lava ist, dass ich dann bis zum Rand gehe und das auffange. Java meint irgendwas gerade. Ich weiß gar nicht, will Java ein Update ziehen oder wie? Warte, muss gerade mal gucken. Es sind keine Sperrinformationen für das Sicherheitszertifikat dieser Seite verfügbar. Welche Seite denn? Ich lass mal laufen. Ich hoffe mal, die Aufnahme lief die ganze Zeit. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Wehe nicht, dann werde ich aber sauer. Vier Teile haben wir schon. Jetzt gehen wir ans fünfte. Und dann ans sechste und dann haben wir schon die Hälfte. Boah, schneller ab. Nein. Au. Wasser. Boah, Alter. Du scheiß Höhle, du. Scheiß Höhlenvieh. Erst macht er mir hier meinen Obsidian kaputt und dann sowas. Deswegen ist es gut, wenn da Wasser in der Nähe ist. Wenn man Lava abkriegt, dass es da nicht so arg wehtut. Jetzt haben wir 5. Jetzt haben wir 6. Jetzt machen wir mal die Hälfte. Ist auch schon mal gut. Dauert nicht mehr lang. Jetzt haben wir 7. Wetten, der da geht wieder nicht. Richtig? Ja, da ist wieder Lava. So. Machen wir den da ab. Dann haben wir 8. Müsste eigentlich einfach so gehen. Ja. Und jetzt haben wir gleich 9. Wie viel brauche ich? Ich brauche 10 mindestens. Dann schlage ich es in den Boden und oben wird es rauskommen. Das heißt 12. Ja. Das Minimum haben wir. Minimum haben wir jetzt erreicht, das ist schon mal gut. Und jetzt noch 2. Ist eigentlich doof, dass das so lang braucht. Ich weiß auch nicht, warum Notch das so gemacht hat. Es ist halt so. Und die Nummer 12. Gut. Jetzt rausfinden. Natürlich im Peaceful Mode. Ich könnte mich auch einfach raus. Nee, raus cheaten geht nicht. Ich habe nichts zum Cheaten dabei. Nichts installiert zum Cheaten. Da einfach mal hoch, ist auch nicht mit drin. Würde ich sagen, graben wir uns hier hoch. Schade doch auch nicht. Sind da die Fackel wieder dran. Suchen wir uns da die Fackel, die da rumfliegt. So. Also ich finde nicht, dass das hier Cheat ist. Ich gehe ja nicht irgendwas unnötig erkunden. Ich versuche nur den Ausweg zu finden. Aber diesmal nicht wieder im Speed-Mode, sondern schön ganz legitim hier einfach voran. Immer schön mit der Nase nach vorne. Da geht's nicht hoch. Ich glaube, das hier nenne ich die Verlauf-Dich-Nicht-Höhle. Ich google da mal einen japanischen, einen indianischen Namen dafür und dann. Dafür verlauf mich nicht natürlich. Versteht sich. Ich mach das nur wegen den XP. Nicht, weil ich da draußen Nutzen ziehe.
Oder kann ich da noch ein paar Kaki-Kügelchen einsammeln? Machen wir mal. Ne, Gunpowder würde ich gerne behalten. Rottenfleisch, weg damit. Da könnte man noch viel mehr sammeln. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnen würde. Wenn da Diamanten wären, würde sich das natürlich auf jeden Fall lohnen, aber... Was bist du? Oh, das bist du. So, dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Redstone kann man eigentlich nie genug haben. Und Redstone ist immer auf Lava-Ebene. Und da, wo Redstone ist, ist meistens auch Diamanten. Aber diesmal... Da hinten. Tut mir leid, wenn ich das jetzt im Peaceful-Mode mache, aber ich hole mir jetzt noch die Diamanten. Auch wenn das feige ist, aber mir egal. Ich will diese Diamanten haben. Redstone, da liegen sie. Umkreist von türkischer Lava. Das heißt, da unten drunter ist auch, gell? Wenn da unten drunter jetzt Lava ist, dann werde ich aber sauer. Da ist Gold. Brauchen wir das Gold ab und zu gucken. Da ist Lava. Ich dachte mir schon, dass da Lava ist. Ich muss es sicherheitshalber differenzieren. Tut mir leid, dass ich so auf Sicherheit aus bin, aber hier ist ein Diamant, der zu retten gilt. Wir gehen da lang. Und hier noch brav tiefer. Gut. Und da wieder hoch. Und jetzt hier den Diamanten. Ja, für den einen Diamanten hat sich das gelohnt. Ich könnte jetzt noch da hinten lang, aber das mache ich nicht. Sonst würde ich euch ja langweilen mit meinem Peaceful hier. Deswegen gehen wir jetzt einfach wieder heimwärts. Mit 12 Obsidian in der Tasche. 8 Diamanten in der Tasche. Ich dachte schon, wir sterben jetzt. Heim war da oben. Ach da, das Eisen könnte ich noch mit abbauen. Wenn wir schon dabei sind. Hätte ich auf meinem Weg auch gemacht. Auch mit Monster. So, da lang. Da ist noch Eisen, aber das holen wir uns jetzt nicht. Stimmt, hier hatte ich mich runtergebaut. Ist aber toll, wenn man die Geschichte der Höhle kennt. Und da ist das Licht, wo es permanent rausregnet. Reinregnet. Ich würde sagen, wir bauen uns hier einen Ausgang. Oh, doch nicht mit der Diamantspitzhacke, ich bin blöd. Hallo? Da geht's raus, gut. Dahin, dahin, dahin. Gut. Wir sind wieder im Sumpf angelangt. Also zum Glück reicht die Höhle nicht weit. Bleibt immer so auf demselben Fleck etwa. Nur halt, guck mal irgendwo anders raus. Das war schon 3 Ausgänge von der Höhle. 3 Ausgänge. Einmal mein Ding da, dann das natürliche Ding und dann jetzt hier das Geschlagene. Yay! Wo sind wir? Ach, da sind wir. So, jetzt erstmal Monsterchen wieder an. Jetzt sind wir Level 40. Mit Diamanten können wir jetzt enchanten. Nein. Enchanting Table Ding da aufbauen. Auch nicht schon wieder. Hopp, machen wir weiter hier. Hopp, weg. Ist das random? Nö. Ich hab jetzt mal wieder auf. Hä? Kurz mal gucken, ob danach dann... Warte kurz. Kurz was testen. Tut mir leid. Und... Was kommt jetzt?
Okay, ist Zufall. Und ich brauche eine größere Playlist. Also früher oder später mal wieder neue Lieder downloaden. Wo wohnen wir eigentlich? Ich glaube irgendwo da hinten. Da ist wieder dieses Loch da. Also wohnen wir da. Genau. Ach, letztes Mal kamen wir da hinten raus, jetzt kamen wir da raus. Auch mal interessant. Mit zu verfolgen, wo man immer rauskommt. So. Schmeißen wir erstmal hier Iron Ore rein. Und die Diamanten bringen wir in Sicherheit. Da ist schon zu. Gut, Diamanten dahin. Emerald dahin. Farbe kommt da drauf. Redstone kommt damit dazu. Gold wird noch gebrannt. Haben wir hier noch was? Eisen wird noch gebrannt. Obsidian wird später noch aufgebaut. Dann zeige ich euch jetzt was. Wartet, ich brauche dafür das einzige Mal, dass sowas hier praktisch ist. Gib mir einen Stahl. Na, zwei gehen auch. So, und jetzt nehmen wir hier einen Flint und einen Steel. Und jetzt schon haben wir einen Flint and Steel. Und damit kann man Feuer machen.